Hallo und herzlich willkommen. Wir haben keine Zeit für eine Ansage. Wir sind hier bei Wildlands. Mit dabei ist Reaper, Enno und Navuka. Hallo, guten Tag. Ist klar, Mann. Hier ist direkt ein Auto. Ja, wir sind hier in einem Krisengebiet. Wir sind sozusagen gesandwiched zwischen Santa Blanca und Unipert. Ist ja nicht so, als wäre ich nicht gerade schon trocken gewesen. Ja, dann lässt mich auch noch. Umlaufen. So, hinter uns. Hinter uns. Ja, es geht ja vor das Geschütz. Naja. Ja, ich überleg mir gerade, das aber nicht mitzunehmen. Landwalk, ich kenne nur Blackwalk. So, hier rechts. Ja. So, intuitiv. Und jetzt müssen wir Sarazar töten? Oder wie war das? Also fast. Danke. Okay. Wir müssen ihn schnappen. Ah, okay. Sarazar. Na, dann habe ich endlich mal ein paar. Ja. Der hat auch schon deine Einsätze. Oh, ich glaube, es ist der Konvoi, oder? Ja. Töten? Zerstört? Zerstört. Also. Zerstören ist aber nicht schnappen. Der Typ darf nicht sterben. In welchem Fahrzeug befindet er sich denn? Wahrscheinlich im Vordersten. In diesem Gelände. Nee, Minivan. Warte, ich versuche ihn mit der Drohne. Aber wahrscheinlich die Reifen. Okay. Ich glaube, das ist er. Was hat der da an? Ja, sieht gut aus. Einfach ich weiß nicht, also. Geht's ihm gut? Der hier? Ich glaube, der. Ja, das ist nur Zivilist. Das ist der Falsche. Wir haben den Falschen. Der ist da hinten auch. Der ist anscheinend aus dem Auto rausgesprungen. Okay. Kann man ja mal verwechseln. Ich hoffe, er ist jetzt nicht gesprengt worden. Oh Gott, ja, hier sind auch noch Tangos. Ich schieße aber nicht, weil ich nicht weiß, wer ist. Ich denke nicht, dass er sich wehren würde. Okay. Trotzdem also könnte er ins Schussfeld geraten. Ich glaube, ich habe ihn. Ja. Ich verrate dir nichts. Warum? Weil du Madre Coca so viel schuldest? Pass auf, was du sagst, Pendejo. Du weißt gar nichts über sie. Sie hat deinen Vater in einen Reifenstapel gesteckt und angezündet. Mein Vater war schwach. Die Strafe war gerecht. Madre Coca kümmert sich besser um mich, als er es jemals tat. Ja. Du bist tot, Hijo de Puta. Hörst du mich? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Bist du Madre Cocas Baby? Pudert sie deinen Arsch und gibt dir die Brust. Was glaubst du eigentlich, wer? Fresse, Muttersöhnchen. Du kommst mit uns. Jemand will mit dir reden. Mhm. Kriegst sogar den Platz hinten rechts. Ich habe nochmal Glück gehabt. Ich wollte ihn gerade erschießen. Oh. Pascho sitzt. So, passt auf den auf. Passen alle ins Auto? Ja. Okay. Dann hinter uns. Das wird ein ganz schöner langer Weg. Ja, unsere Motorhaube muss mal wieder zur ATU. Bezweifle ich, dafür gibt es Panzerband. Ja, stimmt. Das hält alles. Guck mal in meinem Rucksack, da ist noch welches drin. Damit kannst du sogar Sitze, die aus den Schienen gesprungen sind, noch festmachen. Haben wir ein geländetaugliches Auto, dann könntest du rechts hochfahren. Ah, geländetauglich, ja, aber das ist nicht geländetauglich, das Gelände. Okay. Dann biegst du hier rechts ab. Scheiße, seht euch den Abgrund an. Ich hab schon von der Todesstraße gehört, aber wenn man es selber sieht, ist es echt was anderes. Ja, eine Katastrophe kurz vor dem Ausbruch. Wohl eine Dauerkatastrophe. Ich möchte hier nicht mit Knarre an der Schläfe lang fahren. Hm. Ich weiß nicht, ich habe da niemanden am Straßenrand gesehen. Ich auch nicht. Ich schon. Echt nicht? Vorsicht, da kommen ein paar Sportwagen-Typen. Und Vorräte. Ich hatte mich schon gefragt. Deswegen halt gesagt, fiese Kurven. Ja, aber dich wann? Warum unser Sanitäter nichts gesagt hat. Achtung, hier halten wir. Und wir sind da. Wow. Aua. Also das ist mal gut eingebrockt. Guck mal, wie wenig Platz du vorne noch hast. Da war es gerade mal eine Hand zwischen. Ja. Hey, den Typen mal da reinklappen.
Gucken, ob der noch dazwischen passt. Ja, bringen wir das mal rein hier. Leck mich doch, Blanquinosa de Mierda. Ich sage euch nichts. Salazar, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie gar nichts sagen müssen? Ohne Sie läuft doch ein Scheiß drüben in Tabacal. Und wenn Madre Coca aus ihrem Versteck kommt, schnappen wir sie. Entonces, ihr glaubt wirklich, sie vertraut nur mir? Carajo, mujer. Sie hat treue Männer, die mit den Bauern arbeiten. Na, wenn das nicht mal interessant ist. Sehen Sie, und schon kooperieren Sie. Halt! Tu ich nicht! Tun Sie doch. Und Madre Coca wird Sie lebend häuten, wenn sie davon erfährt. Geben Sie uns Namen, Salazar. Dann versprechen wir, die Sache bleibt unter uns. Wenn nicht... Dale, pues. Okay. Was für ein Gold, Junge. Ganz netter. Und ich glaube, Wanwa muss mir mal was für meinen Daumen geben. Irgendwie sah der gerade etwas sehr dick aus. Das kriegen wir hin. Mein Daumen sah gerade irgendwie so aus, als wäre er so dick wie meine ganze Faust. Und Moment, wir machen da mal gerade kurz. Oder falsche Therapie. Wilbur, dann würde ich mal deine Aufnahmen deiner Helmkamera gerne sehen. Das ist eine Liste mit Santa Blanca Spitzel in der Kooperative. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir schalten sie aus. Ich frage mich ja die ganze Zeit, was machen wir eigentlich mit den ganzen Typen, die wir hier bei der Alten abschleppen? Wir verkaufen die natürlich ins Ausland. Das willst du lieber nicht wissen. Naja, also ich weiß nicht, also mal einfach so grob ins Blaue gelabert. Ich würde den Typen einfach eine Kugel zwischen die Augen jagen und gut ist. Ja, aber das... Also, ich meine, das ist inoffiziell, aber so verdienen wir nichts. Heilige Scheiße, wir haben... Wie bitte? Roman gerade auf dem Roman. Ich habe von meinem Rebellenkontakt in Tabacal erfahren. Madre Coca hat sich bei Ihnen gemeldet. Sie glaubt, die haben Salazar und will ihn zurück. Sie verlangt ein Treffen, um zu verhandeln. Glauben Sie ihr? Ich glaube, sie will Salazar. Alles andere ist egal. Wir haben Madre Coca, wo wir sie haben wollten. Begleiten Sie die Rebellen zum Treffen. Reden Sie mit ihr. Überzeugen Sie sie, dass sie Salazar nur zurückkriegt, wenn sie mitspielt. Ich schicke die Koordinaten vom Treffpunkt. Die Rebellen bringen sie hin. Ich zähle darauf, dass sie die Sache unter Kontrolle halten. Wir brauchen Madre Coca lebend. Toll. Wieder so eine, die überlebt heranschlappen soll. So, sorry, was hattest du gesagt, bevor die Alte angerufen hat? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wegen den Typen da einfach Kugel zwischen die Augen und fällt. Ah ja, da verdienen wir nichts dran. Ja, hallo, die kosten dem Staat Geld? Es sind Kriminelle, Großkriminelle. Bei Kleinkriminellen kann ich ja noch irgendwo verstehen. Die kann man ja vielleicht noch resozialisieren, Hilfe. Aber die Idioten hier, einfach Kugel zwischen die Augen und ja, fällt. Auf den offiziellen Papieren. Weißt du? Aber... Also kurz gesagt, wenn ich jetzt mal eben hier so... Ups, Entschuldigung, ist mir ausgerutscht. Interessiert das keinen? Ich zieh demnächst wirklich alle Sprengmittel in unsere Truppe ein. Ich denke auch. Jetzt interessiert das niemanden mehr. Das ist gut. Aber Hauptsache die Munitionsvorräte hier sind nicht hochgegangen. Das wollte ich nicht. Ich krieg die Krise. Ab jetzt darf nur noch Enno sprengen. Ja, wobei ich war vorsichtig. Ich hätte damals in der Ausbildung fast das Labor gesprengt. Ja, wenn man das hinkriegt. Trotzdem habe ich in dich größeres Vertrauen als in den Rest hier, was Sprengmittel angeht. Mhm. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Also, wir werden das erstmal auf die lange Bank schieben, was sie gesagt hat, und kümmern uns erstmal um diesen Unterstützer, den er genannt hatte. Deswegen kannst du erstmal hier rausfahren. Hm? Und dann da vorne gleich rechts. Okay. Wow. Junge. Da ist gar nichts passiert. Ja, ich hatte recht. Das geht jetzt zum Glück nicht so tief runter. Hinter uns ist ein feindliches Fahrzeug. Ja, okay, das nicht ist mehr. Was war der? Der steht. Wir aber auch gleich. Gut, das Ding hat 4 Reifen. Ja, die sollten auch wenn möglich auf der Straße bleiben. Ah. Unser Sanitäter kriegt es hin, aus dem Ding hier noch eine Rikscha zu bauen, die Dinger mit 3 Reifen.
Die Straßenlage ist hier halt echt nicht so gut. Da vorne links. Ich will einfach mal ein Motorrad mitnehmen, die Grünen. Ich hatte da mal ein lustiges Teil gesehen. Das Ding hatte vorne zwei Reifen und hinten rechts nur einen. Ja, das habe ich auch mal irgendwo gesehen bei den Amis. Ist das Ding nicht irgendwie Raptor oder so? Ich habe keine Ahnung, aber ich fand das Teil eigentlich auf der einen Seite sah es irgendwie mega cool aus. Wollten wir schon eins holen, aber dachte mir dann, Alter, bei der hohen Fahrt, ich bin mit dem Ding nur durch die Gegend geflogen, das ging gar nicht. Also so ein umgedrehtes Trike sozusagen. Ja. Böse Kurve. Das musst du mir sagen, bevor ich in der Kurve bin. Okay, geradeaus die Kurve, das ist auch eine böse Kurve, die ist sogar noch böser als die vorhin. Ist sogar... Alter, so kann ich mir nichts trinken hier. Wie im Rallye fahren. Kurve scharf in 90. Solltest du dann aber auch gepflegt mit 90 nehmen und nicht mit 180. Wer länger schnell fährt, kommt schneller an. Früher, ist schon klar. Ja genau, tschüss. Abgekürzt. Das war gewollt. Wer bremst, hat böse Angst. Kurve. Der Straße erstmal folgen. Das ist so aus meinem Herkunftsland, da sind noch gar keine Tempolimits. Da hat man das nicht so mit dem Langsamfahren. So, böse Kurve nach rechts. Er hat's nicht verstanden. Wann, wo kommst du her? Aus Deutschland. Ach, da gibt's keine Tempobegrenzung, okay. Ja. Neben Nepal. Ich dachte, er kommt aus Ägypten. Führerscheinprüfung. Richtig böse Kurve? Verkehrsschild, dann hast du. Aber hier ist die Straße wieder befestigt. Also hier kann gar nichts passieren. Ja, ja. Nach links? Gar nichts. Braucht man sich gar keine Sorgen machen. Wieder nach links. Und irgendwo hier ist kein Entfernung. Links. Da. Ich glaube, wir sollten da hoch. Leute, ja. kennt einer von euch hier Richard Hammond? Rechts? Nein, wo was? Ich fahr einfach rückwärts so. Der ist Geländeweg. So, ich glaube, wir sind da. Nee, wir wollten eigentlich die andere Straße, aber ist okay. Du kannst wieder einfach rausfahren und dich dann links halten. Ach hier. Ach da. Ah, jetzt. Wen soll wer kennen? Richard Hammond ist so ein britischer Moderator von einer Autosendung. Der ist mal bei einem Rennen mit verunglückt mit dem Prototypen. Böse Kurve. Ich glaube, das geht uns auch bald so. Wenn man so weiterfährt, wird sicher. Aber das erklärt diesen komischen Namen. Wannwart. Die Deutschen, die haben immer einen komischen Namen. Ja, ja. Ab hier Vorsicht. Wir sind schon in dem Gebiet drin. Aber das sieht aber noch ganz gut aus. Ja, es sind die Gebäude vor uns. Der Scharfschütze könnte hier eigentlich sehr gut stehen. Links auf dem Feld scheint einer zu stehen. Ja, ich hocke mich mal hier in die Büsche und dann schaue ich mal. Ja, sieht mir so aus. Da mit dem weißen Oberteil. Die Drohne ist unterwegs. Also wir haben halt Tötungsbefehl. Da ist noch einer, da drüben. Oh ja, hier stehen noch welche. Erst die vorne an der Straße noch einer. Auf den Feldern direkt vor uns. Mit dem sind's fünf. Dichter an uns dran. Noch dichter, genau, auf den Feldern. Ah, ich sehe ihn. Den da. Und den Berg weiter runter, nahe der Straße, unten am Fuß der Felder, steht noch einer. Sollten das hier vorne alles klären. Oder? Hast du jetzt noch jemanden, der nicht markiert ist? Die Ladung ist ja, scharf. Weiter unten. Zur Straße. Ja, aber der ist noch nicht so dicht dran an uns. Deswegen. Allerdings kommen die in unsere Richtung. Die 4 schläft, dementsprechend können wir die 4 neu markieren. Ich brauche Ennos Position, weil. Die neue 4 ist schon wieder weg. Sehe ihn nicht. Ich bin wahrscheinlich noch nicht so aufgeschlossen. Ich bin gerade bei Reaper am. Ah, okay, dann sehe ich dich wahrscheinlich gleich. Er ist hinter mir, hinter dem Haus da.
Ja, ja, dann ist das kein Problem. Dann habe ich seine Position. So, 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 jetzt links neben mir. Ja, ja, das ist... Okay, bist du gleich... Fuck. Erledigt. So, ich rücke weiter vor. Seid ihr schon an der Straße weiter entlang an dem weißen Pickup? Noch bei? Nicht. Nee, wann war es direkt hinter dir, Enno? Okay, dann warte ich. Die Ladung ist scharf. Wann war... Das ich, hab ich gesehen. Will nur für eine Ablenkungsaktion sorgen, im schlimmsten Fall. Ich habe die zwei ausgeschaltet, weil Zivilfahrzeuge nähern sich, zwei Stück. Dann fahrst du aber gerade ein bisschen wild. Die zwei kann ausgeschaltet werden, der ist allein. Kein Sichtkontakt. Rücke weiter vor. Ja, ihr könnt weiter vorrücken. Positiv, ich rücke auch weiter vor. Ja. Es ist echt toll, dass du mir mein Gebäude zumiest. Ist die 2 noch immer? Kill? Ja. Das ist nur für den schlimmsten Fall. Und die 1 jetzt auch. Hab keinen Blickkontakt zu 1. Die 1 kann erledigt werden. Nein, 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 die 1 glaube ich nicht erledigen. Da ist ein. Ah, ne, es ist ein Zivilist. Ja. Irgendwas haben sie gemerkt. Für mich beobachtet. Ja, ich auch. Ich bin jetzt bei dem weißen Pickup. Jetzt haben wir nur noch die 3. Ich würde einen Heli. Wir haben Feindkontakte überall. War jetzt ausgeschaltet? Unidad sind da. War nicht eingeplant. Was will die Unidad hier? Keine Ahnung. Okay, dann geht das wohl wirklich zur Ablenkung. Alle in Ordnung? Ja. Noch ja. Okay. Achtung, da fährt einer weg. Erledigen? Ja. Ich werde gesehen bei meinem Truck hier. Ich glaube, die Person... was? Das war... Unsere Zielperson? Oh! Nee. Ist entkommen. Aber das war der in dem Auto. Darf er gar nicht erst ins Auto steigen, oder was? Also der war tot. Mehr als tot. Also da war nicht viel Kopf übrig. Am besten dann nochmal die Daten durchgucken. Da steht nur töten. Oder jemand anderes ist geflohen auf eine andere Richtung und wir haben es nicht gemerkt. Vielleicht wirklich dann die Person, die wirklich neutralisiert werden soll, die getötet werden soll, mit der 1 markieren. Oh mein Gott, wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier jetzt? Außerhalb von dem Gebiet. Ich glaube, wir sind in Irland. Müssen wir da runter oder wo müssen wir hin? Mal kurz also, aufs PDA. Das müsste jetzt direkt hinter mir sein. Den hier den Berg hoch. Lang. Ja. Hier den Berg hoch und dann da, wo der Wasserturm rechts zu sehen ist. Ach, da oben. Ah. Gott. Okay. Okay, wir laufen erstmal bis zur breiteren Sandstraße da vorne. Den Weg machen wir gemeinsam. Sollte auf jeden Fall einer auf der Straße stehend sein, falls wieder ein Ziel versucht, sich der Verhaftung zu entziehen. Wir können sonst auch Minen legen. Das könnte er nur gut übernehmen. Also nicht hier vorne, aber oben. Ich versuche einmal zu gucken. Das können wir. Wir müssen nur schauen, wo wir lang müssen. Achtung, wir fahren Fahrzeuge über die Straße. Ihr könnt der breiteren Straße rechts hoch folgen. Rechts hoch, okay. Links hoch, Entschuldigung. Links hoch, okay. Gut, dass Wanwa rechts hoch sagt und in die richtige Richtung läuft und meine Angabe einfach noch falsch war. Für mich war das ein rechts hoch, ja. Ja, und jetzt da, wo Wanwa ist, da wartest du einmal auf Enno. Ja. Und von da aus geht ihr dann einmal über das Feld hoch zu diesem Sandweg und dort könnt ihr Minen legen. Okay, Wanwa. Ich lass mich mal von dir schulen. Wobei, da sind zu viele Zivilistenfahrzeuge, das ist kritisch. Nee, das wird nichts. Die würden die Linie nur. Wir könnten natürlich mit den Zivilistenfahrzeugen eine Person Lokade befreien und eine Lokade machen. Enno, wann war seht ihr die 3? Steht da vorne. Negat. Ja, könnte ein schweres. Ja, sie bewegt sich. Okay, ne, dann nicht. Reaper, wo bist du? Bei den zwei Unida-Typen, die hier im Gelände sind, direkt oben an dem Teil dran. Da, wo eine Lampe brennt. Das macht
Farbe Sichtkontakt zur 1 und 2 sowie jetzt wieder zur 3. Welches ist unser Ziel? 1 und 2 schaltet ihr zusammen aus, wenn das geht. Wobei, nee, 1 bewegt sich. Moment. Ihr müsst es gerade erledigen, ich mache hier Vorbereitung. Ich kann gerade auch nicht wirklich was machen, ich muss meine Position verändern, um nicht entdeckt zu werden. Okay, also über die, ich nenne es mal, Westseite. Wer ist denn hier unsere Zieltype? Ist keine Flucht möglich. Was meinst du mit Zieltype? Ja, den Typen, den wir auf jeden Fall neutralisieren müssen. Hab ich noch nicht gesehen. Ich rück einmal ein Stückchen vor, ich bin jetzt auf der breiten Straße. Ist das vielleicht der, der bei den zwei Unida-Typen die Hände hochhält? Weiß ich noch nicht. Bin jetzt auf dem Feld. Okay, ich bin jetzt wieder bei Enno. Die 3 schläft. Ja, ich... Du meinst die Person mit dem schwarzen Anzug, rote Krawatte oder was ist das? Der rote Schal? Ja, so ist eine Art, da wo die zwei Unida-Typen halt sind. Die ja. Nummer 4 dort. Leider Nummer 4. Da stand einer unter dem Ding hier, ich weiß nicht, ob er da immer noch steht. Moment. Wir haben gerade 3 Ziele noch bekommen. Also es sind insgesamt 3 Ziele. Einmal einer bei den Unida-Typen, einer vorne bei der Einfahrt und einer dort, wo wir eben reingegangen sind, auf dem Feld. Dann markier uns die mal bitte alle. Nimm Markierungen von den anderen weg und leg die Markierungen auf die. Ich versuch's. Gibt jetzt keine, obwohl die 4 ist noch markiert, oder? Ja, die 4 ist noch markiert. Ich sehe die Markierung gerade nicht. Da. Okay. Ich kann nicht genau sagen, wer jetzt die Ziele sind. Ich glaube, die kann ich nicht markieren. Was ist mit der 1? Zwischen der 1 und der 2, da geht ein Typ mit einem blauen komischen Hut. Ja. Jetzt bei der 3. Ich denke, das ist unser Ziel. Ich denke, die Ziele kann ich nicht markieren. Okay, das heißt, diese Person, die mit dem schwarzen Anzug und dem komischen Hut, ja. Okay. Also ansonsten, bei der 3 ist noch ein Typ, der gerade an irgendwas rumgrabbelt. Der könnte auch das sein. Aber ich bin unsicher. Ich sehe halt nicht genau, wer jetzt das Ziel ist. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Also... Hut mit Stiefel, komischer Hut und Anzug. Und dort, die Einsatzleitung hat mir letztens noch eine neue Sprengdrohne zur Verfügung gestellt. Würde die für den Einsatz... Bin aufgeflogen. ...von Vorteil sein? Ja, du könntest jetzt reinfliegen und den einen Typen sprengen. Ich würde mir eventuell 2 und 3 vornehmen. Ja, wer haut ab, wer haut ab? Der ist hinten zu den Autos gelaufen. Hinteren. Okay, ich nehme mein Fahrzeug und verfolge die wahrscheinliche Position davon. Da ist noch ein weiterer. 2 Leute steigst auf der ein? Straße. Okay. Ich setze eine Drohne ein. Ich sehe die genaue Person nicht. Du musst mir. Einer ist am Auto, direkt neben euch. Achso, dieses Fahrzeug da. Rechts neben uns, der Reisetransporter. Nee, und der. Einer befindet sich auf den Feldern. Reaper weiter nach rechts. Dort befindet sich einer auf den Feldern. Der läuft jetzt zurück zur Siedlung. Ich kann leider gerade keine Wiederbelebung geben. Enno? Okay. Wo befindet sich die Person? Direkt vor eurem Auto. Lol. Der Auto? Gärtner. Wirklich? Ich sagte doch, der Mörder ist immer der Gärtner. Das war's. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, eine Verletzung. Es müsste der Scharfschütze sein. Ist das korrekt? Negativ. Ich bin noch am Leben. Okay, dann geht's allen gut. Das war der letzte. Achtung, Unida zieht uns. Tut mir leid, ich bin gerade echt aufgeflogen. Ich habe den Scheißtypen nicht gesehen, der mich da meinte, ansetzen zu müssen. Okay, wir sammeln uns. Wo ist denn Enno? Hat denn unser Sunny gefunden? Oder sollen wir Augen offen halten? Ich bin noch am Leben. Enno geht's gut, glaube ich. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Wo wollen wir uns sammeln? Ist das einzige Fahrzeug, das noch existiert? Hier ist ein Fahrzeug, das sind ja viele Fahrzeuge.
Ja, es muss schon ein Viertürer sein. Ja, ich glaube, den können wir aber nehmen. Ja, bei dem Eingang von dem Gebiet hier. Ja. Da müssen wir erstmal Radio in New Vegas ausschalten hier. Ja, komm. Also direkt okay. Links liegt eine Mine, das ist schon mal schlecht. Gut, unser nächstes Ziel ist dann, wir treffen uns mit den Rebellen, um uns um Madre Coca zu kümmern. Da, wo du hinguckst. Okay. Das war die Mine. Da vorne links. Der Wagen hat natürlich auch keine Geländegängigkeit. Oh, du bist ja ein guter Fahrer, dann schaffst du. Das höre ich immer gerne. Das ist ein weiter Weg, also einfach weiterfahren. Das Honig, die könnten uns etwas mit länger, aber wäre das ein Kleben. Ja, ich hoffe, der Heli über uns ist nicht so penetrant. Der Wagen hat nur 120 Spitze, also... Ich meine, trotz Berg runter. Okay, also. Wow! Oh! Straße nach rechts. Aua, also. Ich wundere mich, dass wir noch fahren. Das, hat zum Glück rechts. Gerade der Airbag ausgelöst. Viel Spaß an Gehörgang. Eieiei. Mal scharf nach links da vorne. Okay. Wenigstens befestigte Straßen, das ist ja was. Mhm. Ich fühle mich auch nicht mehr wirklich. Mal gerade nach rechts. Was war denn das? Ein Motorrad mitten auf der Straße. Ich hatte es für irgendeinen Metallmüll gehalten. Du solltest ein bisschen weniger GTA spielen, ist mir dann glaube ich gut. Oh. Ja, sein Auto ist quasi schon schwarz, unseres ist noch braun. Ja, guck mal, wir fahren hier gerade einen russischen Lader. Der geht nicht kaputt. Gutes Fabrikat. Ja. Die Sitze sind so aus Plastik, aber das macht ja nichts. Dafür eine Flasche Wodka im Handschuhfach, ne? Moment, guck mal gerade nach. Lass ihn vorne einmal stopp. Bowman, wir nähern uns jetzt dem Treffpunkt. Gut, die Rebellen warten. Folgen Sie ihnen und sie bringen sie zu Madre Coca. Okay, wir sollen den folgen anscheinend. Mit diesem Fahrzeug? Nee, wir sollen erstmal mit dem Verantwortlichen reden. Links von uns ist so ein Gebäude da vorne. Können wir da friedlich rein? Ich denke schon. Es sind Kollegen, es sind okay. Freunde. Wir sollen mit dem Verantwortlichen sprechen. Ich denke, danach sollen wir den folgen. Die wollen uns ja dahin fahren. Beziehungsweise leiten. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Mhm. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Wo ist er denn? Hier ist niemand. Hier ist jemand. Hier ist einer. Seid ihr Esos Junkies? Ja, genau. Los, folgt uns. Wir werden gesehen. Hängemann glotzt hier. Wahrscheinlich ach, irgendwelche Auto. Fahrzeuge. So, weiterfahren. Ja. So, wir sollen den Rebellen zum Treffen folgen. Ich will ja nichts sagen, Boss, aber ich habe ein mieses Gefühl. Oh, glaubst du, der Kollege legt uns rein? Shit, die alte ist hier als Alligatorhaut. Guck mal, du kannst jetzt einsteigen. Bowman glaubt, Salazar ist auf 100 Punkt. Madre Coca wird mitspielen, wenn sie glaubt, ihn zurückzukriegen. Und wenn sich Bowman irrt, dann geht uns der Arsch auf Grundeis, nicht ihr. Was wäre denn daran neu, Holt? Es ist eine Sache, uns schlecht informiert reinzuschicken. Das kommt vor, klar. Aber hier stecken wir die Hand ins Maul der Bestie und hoffen, sie beißt nicht zu. Ich meine, was wenn Madre Coca uns nur rauslocken will und dann einen von uns schnappt? Dann kann sie jemanden gegen Salazar eintauschen. Wie zum Teufel kommst du darauf? So würde ich's machen. Wer blockiert da den Weg von den Rebellen? Einiges fieser, als ich es je war, verstehst du? Okay. Wieso erkennt niemand meinen Morse? Weil keiner drauf achtet.
glaube, der wollte rechts abbiegen, oder? Ah, der hat sein... Der ist ja noch ein besserer Fahrer. Es gibt noch schlimmere Fahrer als unseren Sanitäter. Es ist unglaublich. So, dafür hat er jetzt Blei in seinem Magen. Also wirklich, wer meinen Neuwagen zerkratzt. Und dann auch noch Aquaplanik, das ist ja wunderbar. Der schleudert da auch schon so. Oh! Gott, der will abbiegen, Vorsicht! Ich glaube, es ist das Aquaplaning hier. ABS hat er nicht. Ach, für die 5 Meter mussten wir dem jetzt folgen. Okay, die Straße endet gleich an einem riesigen. Wir nähern uns dem Treffpunkt. Bleibt cool, wir wollen reden. Aber wenn die anfangen, ich möchte gerne in die Mitte des Konvois. Okay, meine Drohne ist gestört. Denn ich schwöre, einen zweiten kriegt sie nicht. Einverstanden. Achtung, nichts tun. Ich bin unsicher. Wir werden beschossen. Ich glaube, wir sollten was tun. Ich fahre in die Garage hier rein. Ich bin hinter dem Gebäude. Okay, das ist ja direkt das volle Programm. Bei eurer Position. Das ging jetzt natürlich sehr schnell. Direkt am Anfang des Eingangs, da wo du dein Fahrzeug gefahren okay. Hast. Okay. Was ist passiert? Ja. Es war ein Hinterhalt. Ich glaube, unser Commander ist auch da, aber ich habe gar nicht deren Position. Und fast hätte sie sie bekommen. Der Commander kann ja nicht so weit weg sein. Ich wusste, dass sie den Zugriff versuchen würden. Ihr einziger Fehler war, dass sie uns unterschätzt hat, als die Verletzung schnappte. Ja, komm zu mir hier hinten. Ach da, mit dem Kopf in die Wand. Oh Gott, danke schön. Ja, da war ja jetzt nicht gerechnet, dass das so... Ja, die haben uns hier echt in die Höhle des Löwen geführt. Vor allem explodiert hier noch die ganze Zeit was. Gott, halt mich erschreckt. Ich lass halt Granaten regnen. Ich sehe Madre Coca. Es geht los. Ich setze mich hier am Heck hin und versuche mit der Drohne einen Überblick zu kriegen. Okay. Hat jemand so eine grobe Planung? Negativ. Okay. Wir müssen wahrscheinlich das Gelände vor uns. Hinter der Mauer. Keine Ahnung, wo sie ist. Wir müssen sie halt umnieten. Ich rücke so ein bisschen über die linke Seite vor. Schuss bestätigt. Ja, ich glaube, die meisten sind auch eher jetzt noch im hinteren Bereich. Da ist noch einer sogar noch extra drin. Der Tod von Madre Coca und ihrem Statthalter hat ihre Organisation ins Chaos gestürzt. Da kommt ein Soldat ein bisschen außerhalb. Cucaleros ihre Unabhängigkeit zu erklären. Gibt's einen Aufstand? Sie sind schon dabei. Madre Cocas Unterstützer hätten etwas dagegen unternehmen können, aber sie haben das verhindert. Santa Blanca hat gerade seine Haupt-Coca-Lieferanten mitsamt Vorräten verloren. Das wird ihre Produktion ablegen. Verstanden. Danke für die wahrscheinlich in dem Gebäude da vorne, oder? Weiter. Nomad Ende. Also das, was uns die besondere Mauer drum hat. Also Bowman hat mir gerade erzählt, dass die Alte hier tot ist. Also. Ja. Echt? Ja, mir auch. St. Leutnant. Okay. Ich glaube, hier ist auch alles tot, was sich jemand bewegt hat. Ja. Dann sollten wir mal ins Haus gehen und unsere Speicherkarten wieder austauschen. Okay. Naja, das ist gut. Es ist so nass da draußen, dann werden sie nicht so nass. Ja, ich muss noch ein kleines Stückchen zurücklegen. Ganz schöner Sturm. Hab das C4 scharf. Wer bist du des Willens? Ich will dieses Haus noch einstürzen lassen. Ladung ist scharf, in Position. Guck mal bitte, wo du die mir hingeworfen hast. Oh, ja, die sollte natürlich an die Tür. Ich denke, du sollst rausgehen. Lieber bin ich im Regen als im Stückchen Regen. Ja, aber hier ist trocken und warm und... Okay. Auf der Rückseite des Gebäudes haben sie einen erhängt. Ja, sind alle bereit hier. Dann... Ja, ich bin... Ja, wann war dein... Okay, dann war's das für diese Folge. Guckt doch beim nächsten Mal rein. Drückt Like, Glocken, kommentiert, wie auch immer. Bis dahin, macht's gut und...